Also dieses Heute ist schon ein ganz besonderes Datum. Und ich habe jetzt die große Freude, ganz herzlich alles, alles Gute sagen zu dürfen zu diesem wunderschönen Geburtstag. Ich verneige mich vor der Erfolgsgeschichte dieser Hochschule und sage ganz herzlich alles, alles Gute zum Geburtstag. Völlig zu Recht verweist die HFM in ihrem Leitbild auf das Prinzip der Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium. In diesem Geist bilden sie nicht nur exzellente Künstler aus, nein, sie bilden Persönlichkeiten aus, die sich aktiv an der kulturellen Gestaltung unseres Zusammenlebens beteiligen. Wer hier studiert, prägt morgen unseren Kulturstaat. Staatsminister Markus Blume, erst neulich sprach er davon, dass in Würzburg Weinberge Weltkulturerbe und Wissenschaft waren. Also 4 Ws. Ich erlaube mir heute Nachmittag, diesen 4 Ws ein 5. hinzuzufügen, nämlich Weltklasse musikalische Ausbildung. Meine Damen und Herren, als Oberbürgermeister und auch als Musikliebhaber wünsche ich unserer Würzburger Musikhochschule für die nächsten 50 Jahre alles erdenklich Gute und den Lehrenden und Studierenden viel Erfolg und die Freude, von der schon Aristoteles sagte, dass sie im Wesen der Musik liegt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Zitiert waren obige Gedanken von Gadamer aus seiner Schrift Die Aktualität des Schönen, Kunst als Spiel, Symbol und Fest. Und ich schließe diese erste Anmerkung mit der Anregung, die Musik respektive unsere Veranstaltungen der kommenden Woche unter diesem dreifachen Motto zu verstehen und zu begehen. Als Spiel, nach Gadamer, Selbstdarstellung des Lebendigseins und zweckfreies Tun nach eigenen Regeln. Als Symbol, hier bezieht sich Gadamer auf die Erfahrung des Schönen. Und als Fest, das brauche ich nicht weiter auszuführen. Bye.
Dio preghiero, oh.